Jetzt. Fußball, Fußball, ole, 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 ole. Deutschland, Deutschland. Ich wäre mein Ding. Ja, aber am meisten ist unser Ding ja Podcast aufnehmen, oder? Stimmt, das würde ich gerne hauptberuflich machen. Ja, ja. Da müssen die Leute nur mal tief in die Tasche greifen, aber das machen die gerne, wenn wir irgendwann mal die Hörerwünsche fertig machen. Also, Sams, es kommt. Es kommt bestimmt. Es kommt safe. Und aber würdest du das machen, wenn die sagen würden, hier, weiß ich nicht, Funk oder irgendwer sagt, ihr seid jetzt unser Exclusive-Podcast und zahlen euch irgendwie pro Episode, weiß ich, 500 Euro oder so, würdest du es machen? Das ist irgendwie, also ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie falsch an. Also Podcast aufnehmen ist nicht nur die Stunde reden für mich, ist auch ein bisschen mehr Aufwand, aber trotzdem würde es sich ein bisschen falsch anfühlen, wenn das quasi so das Hauptding wäre. Aber viele machen das so und vor allem glaube ich, dass sie mittlerweile sehr viel mehr als 500 Euro kriegen, weil sie ja immer so Werbeplacements machen. Also wer sind die, ne? Viele Leute machen das so, natürlich mit der entsprechenden Reichweite und dann wird dann in der Mitte so ein Werbeblock eingeführt, den wir nicht haben, liebe Leute. Noch nicht. Ja. Wenn ihr aber ein gutes Angebot habt, für so einen Döner irgendwie, weißt du, so irgendwie eine Minute. Ja, übrigens, den besten Döner gibt's bei XYZ und dann kriegt man dafür Samstag jemand einen Döner ins Haus geliefert. Das machen Fest und Flauschig. Die haben so eine Rubrik, die heißt Local Heroes, wo Leute quasi irgendwie irgendwelche Läden supporten dürfen. Da sind auch manchmal so Dönerläden dabei, Crepe-Läden oder Fahrradverleih und sowas. Das ist echt spannend. Ja, unsere Local Heroes sind alle, die bei der Europawahl keine Rechtsextremisten gewählt haben, oder? Ja, das sind recht viele eigentlich. Also es sind viele, es ist die Mehrheit. Ja, wir wollen mal noch nicht sofort in die Themen einsteigen, aber nur jetzt mal angedeutet, ja. Weimar, Erfurt, Jena ist ja so das Einzige, was nicht blau geworden ist. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe mich noch nicht mal begrüßt, aber ich hätte einen kleinen Wunsch für meinen Geburtstagsmonat. Klingt vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber ich würde mal gerne versuchen in meinem Geburtstagsmonat, dass wir die AfD nie erwähnen. Den ganzen Juli lang. Ganzen Juli? Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel Höcker erschossen wird? Ja, oder so? Also dann müssen wir veto. Das ist dann Sondersendung. Also. Okay. Aber nur mal probieren und mal gucken. Ich wäre dabei. Wann ist denn Juli? Jetzt noch Juni? Ja. Okay, jetzt kannst du schnell nochmal alles raushauen. Nee, nur mal so als Experiment. Okay. Weil, ne, das ist ja auch so ein Teil meiner Aussage, dass ich sage, ähnlich wie bei Trump das funktioniert hat, dass jede Sau durchs Dorf gepeitscht wird, die irgendwie mal die AfD tangiert und deswegen die auch Aufwind bekommen. Nicht, dass wir da jetzt einen großen Unterschied machen, aber nur mal fürs Gefühl. Stell dir mal vor, dass wenn wir einfach aufhören, über die zu sprechen im Podcast hier, dass die Ergebnisse nochmal... Noch, die noch dekonstruieren mal sich einfach selbst durch diese mangelnde Aufmerksamkeit. Finde ich gut, ich gehe damit. Okay. Für dich mache ich das. Ja, in diesem Sinne möchte ich euch ein saftiges, noch nicht AfD-freies Aloha von der Datenautobahn schicken. Wir sind Tino Chrupalla und Robin Hitler. Ja, Fanny, wenn Hitler so ein Cousin gehabt hätte, irgendwie so ein... So ein was? So eine Sorge? So ein Cousin. Der hatte viele Sorgen. Ein Cousin. Ach so. Ein Cousin, wie wir hier im Osten sagen. Ja, im Osten. Cousin verstehe ich wenigstens. Cousin. Ich habe auch für Cousin gesagt. Ich dachte, ich bin jetzt irgendwie gehobenere Klasse, ich bin jetzt 30. Ich bin Bachelor of Arts. Es ist unangenehm, aber ich sag das auch jetzt nicht mehr. Cousin? Ja. Auch Cousin? Ja. Aber ist doch scheiße, Alter. Das ist doch... Du verrätst doch die Wurzeln. Das ist doch die Galizierung des Abendlandes, ist das. Naja, man verliert so ein bisschen seinen Dialekt, ne? Also, wenn man... Also, ich kenn's aus meiner Bubble so, gerade in der Theater- und Filmbubble, dass die Leute im Laufe der Zeit, je mehr sie in der Szene sind, ihren Dialekt verlieren. Auch, also anfangs nur für die Bühne. Volksverräter. Aber irgendwann dann auch für im Privatleben, weil du dich so dran gewöhnst. Aber bei mir auch so, auch als Kind schon bei Castings, wo es manchmal hieß, ihr Sohn spielt gut, aber der Dialekt, Eigentlich hast du mal Polnisch geredet früher, ne? Ja, ja, dann, übelst. Dann bist du mal auf eine Kinderbühne gegangen und auf einmal... Ja, aber fast so war das, ne? Also ich weiß nicht schlimm ostisch, wie ich finde, aber schon ein bisschen. Oh. Und habe mir das abgewöhnt, so in meinem Teenageralter, weil ich immer wieder gehört habe, du sprichst schon relativ ostdeutsch und jetzt hört man es fast nicht mehr raus. Also Kalle hat es da auch rausgemobbt, der hat ja hier bei krimi.de auch die ein oder andere Rolle gesprochen, ja.
und hat dann zum Beispiel mal das Wort Stalker gesagt. Ja. Und da haben diese ganzen hässlichen Wessis ihn ausgelacht für. Aber es wurde aufgenommen in die Serie? Nee, oder? Nee, nee, das war halt quasi so beim Proben oder was auch immer. Und dann hat er sich das da gezwungen abzutrainieren. Ja. Hatte ich aber auch mal, ich weiß nicht mehr, was es für ein Wort war, aber irgendwas war bei mir auch mal sehr, sehr geöstelt in der Szene. Und echt nur ein Wort. War das Uhr? Oder wie war das so ein Satz mit rund um die Uhr? Und bei mir war es immer so rund um die Ohr oder keine Ahnung. Dann habe ich es nicht rausbekommen. Bei den Proben, dann haben wir es unterbrochen, wir proben das mal, das zu sprechen, wie Uhr, dann ging es immer, dann wieder Szene und ich habe gesprochen, vor der Kamera war es wieder so Ohr. Hm. Wild. Da war ich aber auch noch ein Teenager. Egal. Ja, wer es keine Teenager mehr sind, sind die Leute, die AfD gewählt haben. Doch auch, na klar. Ja, aber naja, gut. Viel sogar. Sie sind ältere Teenager, das stimmt. Ab 16 durfte man ja wählen. Und ja, Leute, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen die EU-Wahl besprechen, auch wenn die jetzt schon wieder eine alte Kamelle ist im Internetzeitalter, weil die eine Woche her ist. Das stimmt. Aber es ist halt trotzdem passiert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und ja. Die Ergebnisse sind ganz zu Tinos Zufriedenheit, finde ich. Von allen 100 Parteien lesen wir alle Ergebnisse jetzt vor. Nee, so ist es nicht. Aber was auffällt, ist halt, dass CDU stark ist. Mhm. Das war für mich auch überraschend. Und die Grünen haben halt massig verloren. Und wer richtig Aufschwung bekommen hat, war die AfD. Sie haben zwar nicht die Ergebnisse eingefahren, die sie erwartet hatten, auch in den Umfragen, aber immer noch sehr stark. Ja. Was mich freut, war, dass so Glanzparteien noch viel gewonnen haben. Die Partei hat viel, also ein bisschen dazu gewonnen. Volt hat dazu gewonnen. Die haben jetzt 3 Sitze im Parlament. Ist schon ganz spannend gelaufen. Volt ist jetzt größer als die Partei, ne? Ja, Volt hat irgendwie 3 Sitze und die Partei, glaube ich, 2 Sitze. Mhm. Also müssen Sonneborn und Sibylle Berg jetzt reinmarschieren. Also Andrea Berg hätte ich tatsächlich besser gefunden. Ich auch. Ich weiß gar nicht, ob Nico Semsrott noch zur Wahl stand. Der war ja auch für die Partei mal. Ja, aber der hat sich doch gelöst, weil die jetzt ganz schlimme asiatische Rassisten sind. Das auch, genau. Er ist ja bei den Grünen, also in die Grünen-Fraktion eingetreten, damit die mehr Redezeit bekommen, mehr als die Nazis. Hier wird gerade das Haus zusammengeschlagen. Oder geschossen. Amoklauf. In der Haut. Wir berichten in der Redaktion. Live. Ja. Und auch spannend ist, dass die AfD hat ja schon vorher gesagt, dass die AfD sollte ja von der ID ausgeschlossen werden, also von der rechtspopulistischen Fraktion im EU-Parlament. Und das fanden die nicht gut. Und das haben sie ja, es ist wegen Kra passiert, ne, weil der ja seine rechten Ansichten nicht im Zaum halten konnte, dass nicht jeder. Ja, da würde sich der Hitler aber am Kra umdrehen. Ja, das stimmt, wenn er einen Kra hätte. Und dass die, also Kra meinte ja, dass nicht jeder in der SS und nicht jeder in der NSDAP Nazi war und so. Und das war der Idee zu viel, weil gerade Le Pen mit ihrer Front National, wie die jetzt heißen, also die französische Rechtspopulisten, dem war das zu viel und die wollen ja jetzt bürgerlicher wirken und deswegen wurde die AfD ausgeschlossen. Und als letzter Move hat jetzt nach der Wahl erst, hat die AfD beschlossen, Kra nicht in ihre Fraktion aufzunehmen. Was gerade viele in der AfD verstört und Chrupalla und Weidel als was bezeichnet? Verräter bezeichnet, glaube ich, war es. Ich hoffe, Volksverräter. Weil sie erst nach der Wahl quasi dafür gesorgt haben, dass Kra nicht in der Fraktion bleibt, in der Hoffnung, dass die AfD doch noch zur Idee aufgenommen wird. Aber die Idee hat gesagt, auch ohne Kra seid ihr jetzt für uns zu krass und seid raus, müsst auch eigene Fraktionen gründen. Das fand ich ein ganz spannendes Signal, weil jetzt auch die AfD in sich noch mehr zerstritten ist. Hm. Also ja, du hast es ja schon bereits gesagt, die Grünen haben am meisten verloren, weil die letzte EU-Wahl, also im Verhältnis zur letzten EU-Wahl natürlich auch, wobei das auch ab und zu mal mit der Bundestagswahl verglichen wird, was ich auch ein bisschen Quatsch finde, aber ja. Klar kann man da ein Signal sehen, wenn jetzt die Leute nicht unbedingt die regierenden Parteien noch wählen. Die haben ja voll verloren, ne? Wenig. Grüne, SPD, FDP haben richtig wenig. Das große Thema letzte EU-Wahl war halt Klimakrise. Das ist irgendwie vergessen. Das ist jetzt ersetzt worden durch, naja, wir haben da einen Krieg, okay, verständlich. Mhm. Und durch Flüchtlinge. Inflation und auch so. Auch okay, verständlich, aber trotzdem dumm, weil was kommen denn alles für Flüchtlinge, wenn wir die Klimakrise nicht im Zaum halten? Mhm. Haha, als ob. Das ist natürlich jetzt voll klug von den ganzen Leuten und vor allem von den jungen Leuten, da ein ganz klares Signal zu senden, dass das nicht so wichtig ist. Und das, was du auch mir schon geschrieben hast, ist, ich glaube, ich habe das so rausgelesen aus einer deiner Nachrichten, dass dieses Aufrufen zur Wahl jetzt nicht das beste Mittel war, offenbar, um die AfD zu stoppen, denn die Wahlbeteiligung war sehr hoch, also höher als lange nicht mehr. Was EU-Wahl ist das, glaube ich, Rekord gewesen. Genau. Und trotzdem hat die AfD zugelegt, ne? Und gerade unter den jungen Leuten auch. Die AfD ist jetzt keine
alten Partei, die wählen wirklich eher CDU und CSU, aber die jungen Leute wählen die AfD, was ich nicht überraschend fand, aber es ist immer wieder erstaunlich, das zu lesen. Und ich muss sagen, es passt ins Bild. Ich meine, ich gebe auch oder gab Workshops an Schulen. Ja, was ist dunkel hier drin? Und da habe ich oftmals auch solche Parolen mitbekommen, ne, von so jungen Leuten, die dann sagen, irgendwie, Schwule sind eklig und. Das ist meine Lieblingsparole, Alter. Die rufe ich einfach jeden Tag. Das geht einfach so über die Zunge. Ja, aber so ihre Intention ist. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also, und gegen Ausländer und so. Es sowas. Ist ja auch irgendwo verständlich, dass die Leute, die vielleicht politikverdrossen sind, sagen, ihre Politik ist scheiße, dass die eher so eine Partei wählen, die so diesen Anti-Status hat. Ja, wir sind dagegen. Das ist ja auch eine schöne Grundsatzfrage, Tino, weißt du, weil wenn eigentlich als guter Demokrat müsste man ja sagen, am liebsten wollen wir 100% Wahlbeteiligung, wenn du aber jetzt zum Beispiel wüsstest, dass dann die AfD, was weiß ich, 40% hätte, würdest du es trotzdem noch fordern, weißt du? Selbst dann, ich würde sagen, das ist ja auch Demokratie, ne, ich meine, da wäre nicht jetzt die Lösung zu sagen, wenn der große Effekt ist, dass die Wahlbeteiligung bei 100% liegt, dass die AfD halt gewinnt, würde ich trotzdem sagen, trotzdem sollten alle zur Wahlurne gehen und würde viel lieber die Zange und die Werkzeuge woanders ansetzen, dass die Leute halt nicht die AfD wählen. Ich finde, Wahlbeteiligung ist trotzdem sehr wichtig. Ich glaube da auch nicht, dass jetzt die AfD unbedingt so hoch ist, weil sie besonders gut ist, sondern weil die anderen halt auch einfach versagt haben, die Leute abzuholen. Aber ich glaube trotzdem nicht, warum man dann die AfD wählt. Es gibt doch so viele Protestparteien. Ja, es gibt doch auch, also wahrscheinlich ist die Mehrheit der Menschen noch weniger informiert als wir über Politik. So. Und auch die. Also nicht, dass wir jetzt, oder vielleicht du vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht, dass wir jetzt super krass informiert sind. Weißt du, wir sind ja auch nur so ungefähr im Durchschnitt oder ein bisschen höher vielleicht, wenn wir uns damit beschäftigen. Aber überleg mal, wie viele Millionen Menschen halt das alles überhaupt nicht verfolgen und dann nur peripher mitkriegen, ja, da gibt's jetzt diese Partei, die ist so ein kleiner Mann, die lässt die Kirche im Dorf, ne? Hatten wir ja auch. Nicht die Moschee. Und, genau, und die wählen dann halt im Zweifel sowas. So. Obwohl es ja überhaupt nichts bringt. Das sind alles Themen, die wir schon heute mal besprochen haben. Ja. Aber auch der Effekt, der ausgeblieben ist, ist, dass wenn die BSW antritt, Bundestag Wagenknecht, dass dann die AfD auch Stimmen verliert, ist nicht ganz so. Ein paar Stimmen sind gewandelt zur BSW, also zur Wagenknecht-Partei, aber der große Bruch der AfD ist ausgeblieben tatsächlich. Denn die BSW zieht auch Leute aus anderen Parteien rüber, ne? Von CDU, SPD, Linke und so. Ich glaube, Linke auch, am meisten, Linke, SPD genau. Waren auch irgendwie 500.000 oder so. Also richtig viele. Und die BSW müssen jetzt so 6 bis 7 Sitze haben im EU-Parlament. Das finde ich schon heftig. Tja, aus dem Stand. Wo ist Bündnis Gregor Gysi? Die würde ich auch, obwohl vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht genau, aber ich habe auch nicht Linke gewählt. Ja, aber Gregor Gysi ist der, worauf, also selbst Rechte sagen, Gregor Gysi, der ist okay, so, weißt du? Das stimmt, obwohl das ja vielleicht konträr ist, ne, zu dem, was die AfD will. Ja, aber das ist es ja genau, was ich auch schon seit Jahren sage. Es geht gar nicht darum, es geht den meisten, und das meine ich jetzt auch eben mit den uninformierten Leuten, es geht den meisten ja gar nicht um die Inhalte. Das sieht man ja auch in Amerika. Es geht nicht um die Inhalte. So, und wenn dann Gregor Gysi ist, der zwar clever ist und quasi ein bisschen eloquenter spricht, aber trotzdem normal, sage ich mal, der verliert sich nicht in solchen Phrasen und diesen Politiker-Sprech. Der traut sich was. Nee, das nicht unbedingt, aber der redet halt wie ein normaler Mensch. So. Mhm. Und ich glaube, das würde so viel ausmachen, wenn jetzt irgendwie sich eine Partei mal so darauf besinnen würde, nicht halt diese so Merkel-Raute dastehen, sondern ne, einer von euch. So. Man will nicht angreifbar sein. Naja, aber das ist halt dieses Langweilige, das ist wie der Vertreter an der Tür, der dir was aufschwatzen will. Mhm. Diesen Vibe hat halt, also was weiß ich, Philipp Amthor bringt das auf die Spitze. Ja? Mhm. So dieses. Und wenn sich das mal switchen würde, also selbst ein Sonneborn zum Beispiel, der ist jetzt auch kein normaler Politiker, so in dieser Richtung, das würde, glaube ich, viel ausmachen. Das aber ich weiß nicht, ob das jetzt was drehen würde, wenn jetzt zum Beispiel die Grünen von jetzt auf gleich sich entscheiden würden, hey, wir versuchen jetzt mal nicht wie Politiker zu reden, sondern wie normale Menschen. Ja? Mhm. Ob das dann jetzt was machen würde, aber wenn eine Partei vielleicht neu dazu käme, die so wäre, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, weil diese ganzen Leute, die lesen keine Wahlprogramme, die beschäftigen sich nicht irgendwie, nicht mal was sie vielleicht auf Social Media irgendwie so posten, ja. Das gucken die sich ja, die ganzen Normies, sage ich mal, die ganzen Ronnies aus
Buxtehude und die ganzen Älteren, ne, die eh kein Social Media nutzen Oma und vielleicht Gerda ein bisschen aus schon, Schendorf. Weil im Fernsehen kommt ja die AfD gar nicht so vor mit ihren Inhalten. Also klar, mit in Talkshows werden die eingeladen und aber da geht es jetzt nicht so wirklich drum, was steht in unserem Wahlprogramm. Wie dem auch sei, redet doch einfach mal normal. Und wenn, dann behaupten die auch Quatsch, ne? Also jetzt ist es ja auch gerade wieder so, dass die Wehrpflicht eventuell eingeführt wird, also es ist gerade eine Diskussion um die Wehrpflicht, dass die will Pistorius wieder einführen von der aktuelle Verteidigungsminister und jetzt empören sich alle und die AfD auch, obwohl die auch in ihr Wahlprogramm haben, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das sind halt so Sachen wie, die merken, dass die Bevölkerung ein Thema ablehnt und egal wie die AfD dazu gestanden hat bis vor kurzem, die AfD springt auf diesen Zug auf. Das war ja schon mit den Bauern so, als es um die Subventionen ging, die AfD auch abschaffen wollte. Aber als sie gemerkt hat, dass die Leute das nicht gut finden, sind sie da aufgesprungen. Und jetzt hier bei der Wehrpflicht das Gleiche. Keiner will die Wehrpflicht haben. Es gibt das Gerücht, dass unsere Regierung will unsere Kinder jetzt wehrtüchtig machen, um mit Russland in den Krieg zu ziehen und so. Obwohl die AfD selber die Wehrpflicht wieder einführen wollte. Also Tino, das ist ganz arges Framing von dir. Weißt du, man könnte auch sagen, die sind einfach flexibel und können sich anpassen. Und wenn sie neue Erkenntnisse kriegen, dann ändern sie ihre Meinung halt. Weil man kann aber auch sagen, dass sie ein Fähnchen im Wind sind und gucken, was gerade gut ankommt. Aber ändern ja ihr Wahlprogramm nicht. Also es ist ja, die beiden sind ja trotzdem alles bei. Psst. Naja, also ich finde es auf jeden Fall schade. Ich möchte da einmal was anfügen, was ich jetzt hier als kleine News noch dazu geholt habe. Ich glaube, ich brauche es gar nicht aufklappen. Ich habe das doch im Kopf, weil die so lustig ist. Und zwar gab es in China eine Studie, da haben sie Spermien untersucht von von AfDlern und die waren alle dumm. Nein, es ist eine relativ kleine mit 40, aber bei 40 von 40 Probanden wurde im Sperma Mikroplastik gefunden. Das ist doch schon wieder schön. Es gab parallel dazu noch eine in Italien. Da waren es nicht 100%, da waren es irgendwie nur so 70%. Da waren 200%. Bei dem es nachgewiesen wurde. Und anhand dessen, ja, also die Klimakrise ist ja nicht einfach nur, ja, es stürmt ein bisschen mehr oder es wird heiß, sondern wir haben ja so viele Winkel, von denen wir gerade angeknechtet werden. Ja. Das Mikroplastik, das kriegen wir ja gerade gar nicht so richtig mit, was das vielleicht für Folgen hat. Das merkst du nicht. Du weißt ja auch nicht genau, was es für Folgen hat, ne? Ja. Auf der anderen Seite, also es gibt ja auch die Zahlen vom Krebs, die immer mehr steigen. Ja, da kann man auch sagen. Allerdings kann man da auch sagen, dass wir einfach sehr viel besser werden, Krebs zu erkennen. Ja, deswegen steigen natürlich auch Krebszahlen, wenn man es einfach erkennt und die Leute nicht sterben und okay, woran habt ihr die Lehen? Wie zur Corona-Zeit, so. Ne, aufhören zu testen, da gibt es keine Corona-Fälle mehr. Aber trotzdem glaube ich, dass auf lange Sicht das nicht gut sein kann, wenn der Mensch und irgendwelche Föten wurden ja auch untersucht, dass da auch Mikroplastik drin ist. Das kann einfach nicht gut sein. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann raus, dass es voll das coole Ding ist, dass der Mensch länger lebt und so. Ja. So Augmentierungen, man kann dann den Arm irgendwie so hart machen oder den Arm anzünden, dann werden das so Hitlerbomben, kennst du das? Ja, genau, wir werden dann so Cyborgs oder so, weißt du, und so Superhelden wie bei The Boys. The Boys hat jetzt angefangen, die ersten 3 Folgen sind draußen von Staffel 4. Wir sind noch bei Staffel 1. Ihr seid so langsam im Gucken. Wir haben gerade so viel, was wir gucken müssen und wollen, weil wir so viele Freunde haben. Guck mal die, guck mal das, immer wenn wir die Leute sehen. Ja, aber da guckt man doch eins am Stück und switcht nicht hin und her. Nee, wir machen es andersrum, um jeden zu befriedigen. Wir gucken gerade die Folgen, gucken The Boys. Weißt du, Tino, noch jemand. Serien gucken ist keine Orgie, muss nicht jeder befriedigt werden. Und wir müssen noch Dave gucken, ist auch so eine Serie auf Netflix, die sehr witzig ist und so. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht. Ich habe mir gleichzeitig Tony Hawk's Underground 2 und Need for Speed Underground 2 geholt. Und ich fand das so scheiße, 2 neue Spiele da zu haben, sodass ich immer hin und her geswitcht habe und mich auf keins konzentrieren konnte. Das mache ich nie wieder. Ja gut, bei Spielen, na gut, ja. Ist das Gleiche. Das Gleiche wie bei Serien. Ich würde ganz kurz noch sagen zur EU-Wahl, dass es eine ganz konkrete Konsequenz für Frankreich gab, denn Macron, der aktuelle Präsident von Frankreich, hat derbe Verluste erlitten. Hier fällt alles schon zusammen. Hoffentlich ist alles noch ganz. Ja. Und hat angekündigt, die Nationalversammlung aufzulösen, also die Regierung in Frankreich, und will Neuwahlen beanspruchen, weil die Front National, also die französische AfD, kann man sagen. Die Frau National ist Le Pen, ne? Front National, genau. Und die haben richtig gewonnen und es kann sein, dass es auf Frankreich sehr nach rechts rückt, aber finde ich von Macron relativ stabil, dass er sagt, ey, es gibt jetzt Neuwahlen und weil ich bin nicht mehr so beliebt bei meinen Leuten,
Fand ich krass, wurde bei uns auch gefordert. Ist das der Grund? Ist das nicht eher so dieses, wir machen es jetzt, bevor es noch schlimmer wird oder so? Kann auch sein. Der wählt einfach jetzt so lange, bis es ihm passt, bis das Ergebnis wieder stimmt. Ist ja nicht wie Merkel. Neuwahl, Neuwahl, Neuwahl. Merkel macht das nur. Na gut. Ja, ist auf jeden Fall ein Ding, ne? Dieser schlimme Linksruck in ganz Europa. Ganz, ganz schlimm. Ich habe auch noch eine letzte AfD-Nachricht, denn Zelensky war im Bundestag und hat eine Rede gehalten. Zelensky ist der ukrainische Präsident. Er heißt Volodymyr Zelensky und dankte Deutschland für die Unterstützung. Nach 2 Jahren Krieg, ja, müssen wir das langsam mal erklären. Na, manche wissen das immer noch nicht. Es ist spannend. Der hat eine Rede im Bundestag gehalten, hat sich bedankt für die Unterstützung und so weiter, für die Verteidigung. Und AfD und BSW sind demonstrativ aus dem Saal gegangen und wollten ihm nicht zuhören, was ich spannend finde, weil die beiden die Parteien sind, die immer behaupten, man soll beiden Seiten zuhören und Verhandlungen anstreben und diplomatisch sein. Was machen sie? Wenn der Angegriffene in den Bundestag kommt, dann verlassen sie einfach den Saal, ohne zuzuhören. Und ich wette 100%, wenn Putin gekommen wäre in den Saal, wenn die nicht... gegangen, die wären geblieben. Mit der Begründung, müssen ihm zuhören, was er will, müssen verhandeln. Du musst aber mal so sehen. Ich finde, das ist echt nett, dass sie das gemacht haben. Das ist eine gute Sache, weil Selenskyj ja im Bundestag sehr viel sicherer ist, wenn die ganzen russischen Spione nicht mehr drin sind. Ist auch richtig, genau. Also hat quasi den Bundestag entnazifiziert, kann man sagen, mit seiner Anwesenheit. Und da habe ich auch so einen Post-Dilon-Artikel gelesen, wo sie gesagt haben, dass der Bundestag jetzt einfach immer einen Selenskyj-Aufsteller neben dem Redepult stehen hat, um die AfD und die BSW fernzuhalten. Doch, witzig. Wäre ein Mittel gewesen, finde ich gut. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal schnell zu diesem anderen großen EU-Thema, bevor wir dann zu diesen lustigen Influencer-Skandalen diese Woche wieder kommen können. Ach fuck, ich hatte mir noch was aufgeschrieben hier eigentlich, naja. Ja, aber auch noch eine letzte AfD-Meldung lese ich gerade. Tut mir leid. Siehst du, ich freue mich so auf den Juli. Juli, versprochen, kommt gar nichts mehr, aber wir kennen auch den AfD-Landrat Sesselmann, der für Sonneberg gewählt worden ist im letzten Jahr. Ja. Und bei dem kam jetzt raus, war eine große Überraschung für mich, dass seine Liierte, also seine Lebensgefährtin, eine Neonazi ist. Na. Also eine Neonazi-Frau ist, also wirklich. Wie geht das? Ja, die war früher, also angeblich früher, war sie sehr aktiv in der Neonazi-Szene und hat auch ihren Job verloren bei der AWO damals, weil sie halt braunes Gedankengut verbreitet hat, wie Angela Schauer oder irgendwie so heißt sie. Ist auch bekannt in der Szene. Halt Neonazi-Festivals irgendwie unterstützt und beauftragt, also Schirmherrin gemacht oder so eine Art und keine Ahnung, viele Sachen gemacht in der Richtung. Ja. Und ist angeblich ausgestiegen seit 2019, hat sie zumindest behauptet auf Nachfrage. Aber sie ist auch nach 2019 immer noch mehrfach gesichtet worden auf Nazi-Veranstaltungen und auch auf Fotos mit irgendwelchen Neonazis. Das heißt, sie scheint zu lügen. Sie ist immer noch sehr vernetzt in der rechtsradikalen Szene. Und noch witziger war das Statement von Sesselmann. Er hat davon nichts gewusst, angeblich, dass sie mal ein Neonazi war. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Dummer Zufall wieder halt, ne? Aber wenn wir schon dabei sind, dann hier, ne, ich habe ja das neue Wort Kötertröte mir ausgedacht, weil die Dog Whistle ist nicht mehr so leise. Ja? Das ist jetzt die Kötertröte, weil jeder hört's. Es gibt hier so Merchandise, die Syltkröte. Ja, gut. Die so einen stilisierten gut. Hitlergruß macht. Und das ist Merchandise, der augenscheinlich, ne? Dog Whistling sein soll, aber halt so on the nose ist, hahaha. Der Shop ist mittlerweile gerade nicht mehr zu erreichen. Ich weiß nicht, ob es da Konsequenzen gibt, weil wenn irgendein Gericht sagt, ja, also macht hier offensichtlich einen Hitlergruß, ob das Konsequenzen hat. Aber eine Schildkröte doch nicht, weißt du? Eine Syltkröte. Eine Syltkröte. Also innerhalb des Kontextes ist das schon ersichtlich, dass es da um einen Hitlergruß geht. Aber eigentlich wollte ich noch mal ganz kurz unseren Konkurrenz-Podcast Lanz und Precht anhören. Ja. Weil da habe ich reingehört, weil ich dachte, oh, EU-Ergebnisse, ich höre mal, was da zu sagen gibt. Wir sind für mich nicht Konkurrenz, wir sind für die Konkurrenz. Ja, beides. Ganz ehrlich. Beides, komm. Nee. Und es ging tatsächlich gar nicht so um die konkreten Wahlergebnisse so lange, sondern ging dann auch um Klimakrise. Und da habe ich richtig Puls gekriegt, als Lanz dann angefangen hat. Precht halt wirklich so, ja, also wir müssen, es gibt da keine zweite Meinung, die Wissenschaftler sind sich einig, wir müssen das ganz klar benennen und da können wir nicht sagen, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und wir müssen Klimakrise oder halt irgendwie, wir müssen grüne Energie irgendwie sexy machen oder so, das war so ein bisschen der Ansatz. Wir müssen das ganz klar benennen
Und dann fängt halt Lanz an, ja, aber wenn man das mal so sieht, wie viele Leute heutzutage im Vergleich zur Vergangenheit Zugang zu sauberem Wasser haben, was halt irgendwie so dumm ist, das ist wirklich so auf so vielen Ebenen dumm. Also der ist ja kein Leugner oder so, der sagt dann am Ende auch, ja, mir fällt das auf bei meinen Antarktis-Reisen, dass da plötzlich kein Eis ist mehr und so. Aber ich finde, das ist der völlig falsche Ansatz. Klar, Dinge klar benennen und vielleicht nicht hysterisch übertreiben, aber hier gibt es eigentlich keine Möglichkeit, nicht faktisch zu reden. Du kannst es gar nicht übertreiben, so. Es ist halt einfach so. Dann habe ich auch vom oh fuck, Adabata Gaika-Krater heißt der, glaube ich, erfahren. Das ist so ein Krater in Sibirien, der einfach jedes Jahr um 5000 Quadratmeter größer wird, weil das Packeis drunter, der Permafrost halt wegfrisst. So. Das ist voll viel. Und, ja, es ist übelst viel und du siehst die halt mittlerweile aus dem Weltraum, was nicht so viele Sachen sind, wie man aus dem Weltraum sieht. Und dieser Krater sackt halt immer mehr ab. So. Also das sind einfach so Sachen. Und dann da landest du, ja, aber das Trinkwasser, das kann ja sein, das ist genau wie mit diesem Krebs. Bei Aldi gab es letztens Wasser im Angebot. Also es so heißt ja nicht, dass wir mehr Trinkwasser haben. Also es ging halt auch um Kriege, um Wasser in der Zukunft und sowas. Und dann kommt er damit an. Und da geht es doch aber nicht darum, dass wir mehr Trinkwasser auf der Welt haben, sondern einfach, dass die Anbindung an das, was wir haben, besser ist. Das spricht ja überhaupt nicht dafür, dass das irgendwie weniger wird. So, das ist ganz groß. Da habe ich richtig Puls gekriegt. Ja, kann ich verstehen. Sehe ich heute so Podcasts auch nicht. Es ist so dumm. Naja, aber jetzt habe ich es nochmal losgeworden. Jetzt können wir endlich über Fußball reden. Fußball! Ich würde doch ganz kurz sagen: Nein, ich will Fußball. Tut mir leid, gleich kommt Fußball, Robin, keine Angst. Fußball! Ich habe nur noch gelesen, dass die Polkappen wohl safe abschmelzen werden, dass man das nicht mehr verändern könne. Dass es auch gerade eine Meinung ist in der Wissenschaft und dass es wohl so oder so dazu gekommen wäre irgendwann, aber wir es richtig krass verschnellert haben. Und wir sind wohl gerade in einer, also in einem Artikel stand sowas drin wie: Wir sind gerade in einer Eiszeit, die zu Ende geht. Und deswegen werden die Polkappen so oder so abschmelzen in den nächsten tausenden von Jahren. Ja. Aber wir haben das wohl maximal verschnellert und das ist nicht gut. Ja, also ob das über 1000 Jahre passiert oder über 10, ist halt auch nochmal ein Unterschied, weil die Natur und der Mensch kann dann adaptieren. Aber wenn das in so schneller Zeit passiert, dann kommt da keiner hinterher mit Evolution. Und deswegen ist das ein großes Problem. Und ob die komplett abgeschmolzen werden, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so... Also wenn wir einfach Bofrost hinschicken, hier dieses Unternehmen, die sollen alle ihr Eis da hochfahren. Ja. Wir machen einfach diese Schmutzpizza, die keiner will, die stapeln wir da. Ja. Dann können wir direkt irgendwie den Müll hier wegkriegen und da machen wir kalt, weil die Pizza ist ja kalt. Finde ich auch gut. Ja. Können wir jetzt über Fußball reden endlich? Ja, Robin, los geht's. Fußball, Fußball, ole, 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 ole. Deutschland, 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 deutsche Fahne. So. Schwarz-Weiß-Rot, Gold, so. Das war's jetzt auch schon. Also, es okay, nächstes Thema. Ist Europameisterschaft und ich glaube in Deutschland. Ich glaube auch. Ja, cool. Und das erste Spiel Deutschland gegen Schottland. Also Deutsch gegen Schott, könnte man sagen. Ja. Kennst du das, wenn Nigeria gegen Deutschland spielt? Was da oben steht? Ja. Ja. Ich glaube, das machen die jetzt immer andersrum. Da steht dann Gernik. Okay. Wie du auch sei. Finde ich gut. 5-1. Wir haben die vernichtend geschlagen. Wir haben die in ihren Drecksschottenröcken zurück hinter die Mauer, hinter ihren Scheiß, wie heißt das, die Phalanx? Nee, was ist da oben? Die haben doch auch so eine chinesische Mauer in Schottland. Da haben die sich zurück, mit Flanke haben wir die da hingeschossen, Alter. Die scheiß Schotten. Geht saufen und komisch reden und rote Bärte haben und... Das haben wir gewonnen quasi, wir Deutschen, ja. Wir haben gewonnen, wir haben die so vernichtet, Alter. Geil. Wir haben die richtig kaputt gemacht, geil. Also es ist eigentlich, wenn Schweden gegen Dänemark spielen, sind auch dann Sweden quasi oben. Ist so. Sweden. Gut. Tatsächlich. Nee, wer gewinnt? Also die EM. Machen es die Deutschen? Das ist ja, wir sind ja jetzt gerade nicht fremd im eigenen Land. Ich glaube, Japan jetzt gewinnt Bonus. Die EM. Ja, glaube ich auch. Also Luka Modric ist, glaube ich, nicht mehr dabei, habe ich so peripher mitbekommen. Ich weiß, wer das ist. Ich habe so einen Shitpost gesehen, wo jemand gesagt hat, Beatrix von Storch verlässt die kroatische Mannschaft. Ist das. Ja. Genau. Und die sehen sich aber auch echt ähnlich, ne, die beiden. Das ist unfassbar. Deswegen bin ich nicht mehr für Kroatien, aber sonst weiß ich nicht.
Spannende Nachricht ist, dass aktuell die deutsche Mannschaft und die englische Mannschaft in Thüringen trainieren oder trainiert haben. Okay. Ich glaube, die Deutschen waren schon da, und zwar in Plankenhain. Das ist so. Geil, das kenne ich, da gibt es ein Bad. Genau, stimmt. Da war letztens auch ein Arschbomben-Contest. Da war ich Planschenhain. Ich wurde gefragt, ob ich beim Arschbomben-Contest, ob ich da Jury sein möchte. Ist das auch so ein Orgien-Ding, oder? Kann sein, wahrscheinlich. Das Arschbombenfest? Nee, es ist für Kinder und Jugendliche. Naja, muss ich ja nicht aus... Egal. Ja, Michael Jackson. Arschbombenfest auf Neverland. Hallo, Michael Jackson, der hat vielleicht gar nicht Kinder gediddelt. Lass vielleicht auch nicht, ich weiß auch nicht. Aber jedenfalls in Blankenhain hier in Thüringen, das ist von Weimar nur so autofahrtechnisch vielleicht 40 Minuten entfernt. Und mit dem Bus auch. Wir waren unseren großen Helden so nah. Ja, und die haben da trainiert, und deswegen ist das Dorf oder diese Kleinstadt gerade im EM-Fieber. Ich kenne diese Mannschaft halt auch gar nicht mehr, ne? Ich habe mich wirklich nicht beschäftigt. Ich bin ja so manchmal so... Wo ist Michael Ballack und wo ist Kahn? Nee, das nicht ganz. Ich war ja schon noch ein bisschen dran. Ich glaube, den Müller gibt's noch, weil der macht ganz komische Product Placements immer und so. Und wahrscheinlich steht im Tor auch immer noch der Neuer, glaube ich. Sicher? Nicht? Keine Ahnung. Ich dachte eben gerade nicht. Das ist so gut, Alter. Alle Fußballfans, die schlagen gleich in den Bildschirm oder ins mobile Endgerät. EM-Deutschland-Aufstellung, kann man doch googeln bestimmt. Also ich weiß, dass ein Güllehahn oder so existiert, der hat nämlich ein Tor gemacht, und ein Wirtz. Vielleicht hat er auch mehrere Tore gemacht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Manuel, wenn wir im Finale sind, gucke ich es bestimmt auch mal wieder. Also wie gesagt, die letzte WM habe ich auch ein bisschen verfolgt, ja. So ein bisschen. Aber es ist einfach... Gerade habe ich da keine Kapazitäten für. Ich hatte so Jahre, wo ich wirklich into war, so von 0 auf 100, auch durch Public Viewing, weil ich das einfach witzig finde, da dumme Scheiße langweilig zu rufen. Nee, Alter. Ich will dir auch nicht stören. Es ist ja kein Stören. Beim Public Viewing ist es ja normal, dass Leute rufen. Aber wenn du, ja, wenn du da dabei sitzt. Du sitzt da in dieser Gruppe. Doch, ja? Neuer ist dabei. Siehst du? Ja. Aber das ist bestimmt auch seine letzte EM, oder? Ich weiß nicht, ist er nicht alt? Hoffentlich. Der ist ja langsam nicht mehr neu. Aber jetzt pass auf, du sitzt da, Public Viewing, ja? 500 Leute klotzen auf dem Bildschirm, Anpfiff, im Kino, ja. Anpfiff, und du rufst direkt, spielt auf Zeit, Jungs! Ja? Das ist einfach witzig. Ja, okay. Erst die Knoche, dann der Ball. Das ist einfach, das macht Spaß. Oh, das hatte ich mal, ich war mal, mein kleiner Bruder hat mal Fußball gespielt, so Kinder-Jugend-Fußball. Da waren die auch echt gerade mal so 8 oder so. Ja. Und da waren auch so Väter, die auch so gesagt haben, hauen in die Knochen weg und so, in die Knochen weg. Ja, Blutmusspritze. Da ist der Schiri auch zu dem einen Vater hin, auch so Klatschkopf und so, wie heißt denn diese Marke? Spaß kostet, Pulli. Ja, dann ist nicht okay, weil das ein Punker gewesen wäre, hätte ich es witzig gefunden, aber so. So SPD-Wähler hast du auf jeden Fall gleich gesehen, ne? Da geht er halt hin, so, der Schiri sagt, noch einmal so ein Spruch und ich schicke sie vom Platz und so, dann dürfen sie ja nicht mehr sein. Kann der Schiedsrichter rote Karten für Zuschauer verteilen? Ich glaube, das geht. Dann der Vater so, hab doch nur mein Jungen angefeuert und so, und das war ganz eklig. Wo auch dann der eine Trainer meinte, ey, das sind Kinder und kein Blut weg. Also das ist für mich halt tatsächlich ein Unterschied, weil ich brülle ja in dem Moment einen Bildschirm an, und das ist ja, das ist ja für mich der Humor, dass die ja auch gar nicht hören können. Aber wenn die das wirklich hören können und du rufst, ja, brich dem die Knochen, du Wichser. Aber das kenn ich aber auch noch aus meinen Dorfzeiten, wenn alle so WM geguckt haben, so auch in unserer Jugendgruppe und so. Da gab es auch manchmal so Leute so, oh, Neuer, schlechte Leistung und so. Ich dachte, ah, da fick dich doch. Ja. Der wird es eh nicht hören. Rufen halt an. Ja. Oder fahr hin. Ja. Pull ihn an. Aber hier im Jugendclub musst du ihn nicht anschreien. Mich auch nicht. Sind wir eigentlich so, ist das so Gruppenphase oder ist das Turnierbaum? Ich habe keine Ahnung. Gruppen. Das ist wahrscheinlich erstmal Gruppen. Guck mal. Wir haben ja nur Dullis, Alter. Ungarn, Schweiz und Schottland. Die rauchen wir doch in der Pfeife. Ich finde Schweiz ja auch ganz gut. Ach, Schweiz ist gar nichts. Die kann nur Geld machen. Ach so. Ich glaube... Wo hatte ich die Info her, dass unser Spitzensteuersatz in Deutschland noch niedriger ist als in der Schweiz mittlerweile? Das ist krass. Vielleicht ist das Fake News, aber ich glaube, dass da war so eine Sache. Ich beschäftige mich damit nicht, weil ich realistisch bin und weiß, dass ich da oben nie sein werde. Ja? Mhm. Aber ich fände es schon gut, wenn die, die sehr viel Geld verdienen. Es wäre wohl. Das war, glaube ich, auch bei Lanz oder sowas. Habe ich eine Diskussion gesehen, da waren diese ganzen jungen Politiker. Das fand ich interessant. Ah, ja, doch, ja. Das habe ich mir mal angeguckt. Dann ist Kevin Kühnert und. Nee, so. Viel jünger. Wirklich Juso und so, glaube ich. Ah. Also wirklich so. Na, Juso kannst du ja auch sein bis 35, glaube ich. Ja, aber Kühnert ist doch keine 35 mehr.
Keine Ahnung. Das ist bestimmt auch schon 40. Ich würde sagen, nein. Kevin Kühnert. Laut Wikipedia. 34! Ja, ist ein Jungspund. Der Alter, der ist aber verbraucht, du. Der war schon also früh aktiv. Der sieht aber in letzter Zeit nicht mehr so frisch aus. Der war schon früh aktiv, glaube ich, einfach. Na gut, von mir aus, aber der war das nicht, sondern noch jüngere. Wie gesagt, ging es da halt auch darum, da wurde der kontroverse Take in den Raum geworfen, dass doch Leute, die eine Milliarde haben, alles über eine Milliarde mit 100% versteuern müssen. Und ist mir schon klar, dass wenn die eine Milliarde haben, dass das nicht Cash irgendwo rumliegt, ja. Mhm. Aber so dieser Ansatz zumindest, dass der da so kontrovers gehandelt wurde, fand ich echt schade. Das ist ja auch ein Trick, ne, von vielen sehr reichen Leuten, dass sie dann ihr Zeug irgendwie investieren in Aktien, ja, ja, und in Grundstücken. Da kriegt ihre Oma noch aufs Konto noch so ein paar Millionen. Ja, man kann ja alleine durch nur so 1% Spekulation an der Börse Betrag. Ja, wenn, also alles, was da leben davon, ja. Das wäre so eine Riesenmasse, davon kannst du, was weiß ich, bedingungsloses Grundeinkommen bezahlen oder sonst was. Das war doch auch eine Forderung von irgendwem, dass man auf diese Aktienhandel auch eine Steuer erhebt und dann davon den kostenlosen Nahverkehr oder so finanziert. Wäre alles möglich, wenn man den Reichen was wegnehmen wollen würde, aber das will man ja nicht. Ja, weil das so viele sind. Und wir armen Leute, wir sind nur ganz wenige. Ja, wir sind halt nur ein paar, so 1% arme Leute, ja, in Deutschland. Ja, wie dem auch sei, Fußball. Das ist ja auch so ein Streitpunkt unter vielen Linken. Ne? Ich meine, wir kennen ja auch in unserem Freundeskreis Leute, die sind so, also, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt ja auch die Linken, wie, ich würde sagen, so Richtung Wagenknecht, die legen jetzt keinen großen Wert auf Klimaschutz und auf Wokeness, sondern die legen ihren ganz krassen Fokus so auf diesen Klassenkampf, ne? Auf Geldumverteilung, Arm gegen Reich und so. Dann gibt es aber auch so diese linke Seite, die auch oft von so Liberalen geprägt ist, die halt sehr auf diese Wokeness gehen, alle Menschen sollen gleich sein und Antirassismus, Antifaschismus, Antihomophobie und so weiter. Und die beiden Seiten clashen gegeneinander, wo ich nicht verstanden habe, warum die nicht Hand in Hand gehen können. Also das sind doch alles Punkte, die man zusammenführen kann. Es gibt Sachen, die kann man nicht zusammenführen, das ist klar, aber ich finde, man kann doch genauso gut Reiche bekämpfen, man kann auch Reiche geolotieren, wenn man das so richtig sagt, aber auch für die Ehe für alle sein. Deswegen raff ich nicht, warum so Wagenknecht eine ist, die halt irgendwie den Kopf schüttelt, wenn die Ehe für alle besprochen wird und so das Gesetz für Transpersonen. So ist der Mensch halt einfach nicht. Der Mensch braucht einen ganz klaren Feind, ja, und ich bin dafür, wir als Brennpunkt, wir graben irgendwo ein Alien aus und sagen, guck mal hier, Alien-Invasion, irgendwas Handfestes, weil Klimakrise ist zu abstrakt für den Menschenverstand. Und da können wir uns dann alle drauf einigen, dass wir die totkloppen. Aber so dieses, wir brauchen halt was, weißt du, ob das jetzt die Schwulen sind oder die Ukrainer, irgendwas müssen wir doof finden. Ach so. Und dann müssen wir halt was doof finden, was wir alle gleich doof finden können. Influencer oder sowas. Zum Beispiel, ja, doch. Man kann auch mal nach oben treten, zur Abwechslung. Wenn ich sage, oh, die Flüchtlinge und so und hier die Schwulen, soll einfach mal sagen, hier die über uns sind, die Multimillionäre, die InfluencerInnen, die kriegen eine von Latz. Menschen, die sich Klammern in dem Bart kennen. Kenne ich nicht, was sind das für Gestörte? Also ich würde sagen, nach oben treten kann man auf Twitch gerade ganz gut, denn der Twitch-CEO hat ein neues Feature gezeigt. Im Grunde nicht so weiter spannend, also jede App wird halt jetzt TikTok, ja, so auch die Twitch-App mit Stories und dann kannst du auf einen Klick das sehen und bla, ist nicht so interessant, aber er zeigt das an seinem persönlichen Account, da gibt es so einen Clip von, der ist viral gegangen, ist halt so ein, weiß ich nicht, bestimmt schon so um die 60-jähriger Mann. Und er zeigt so, ja, und dann habt ihr hier oben eure Stories von den ganzen Leuten, denen ihr folgt, und er swipet so durch und was sieht man da? Nackte Frauen. Natürlich. Also natürlich sind die nicht nackt, aber halt... Aber halbnackte Frauen. Die typischen Twitch-Chicas, die man da halt so erwartet, ja, die das, den üblichen Drecks-Content machen. Und eins und zwei und drei und vier, nur sowas. Und er sagt halt gar nichts. Er ist ja stone cold. Ja? Das ist der beste Move, den er machen kann. Wahrscheinlich. In dem Fall. Sehr, sehr witzig. Immerhin. Das war wieder ein... Ich habe auch mal so einen Ausschnitt gesehen, wo... Ein Twitch-Streamer, glaube ich, war das, in seinem Browser was eingibt, da kommt halt so als Vorschlag irgendwie
Trans-Boy, Gangbang und so, und er hat sich übelst dafür geschämt. Ich hätte einfach gesagt, ja, finde ich halt geil, so, weiter geht's. Ja. So wird es ein Riesenthema, wenn, wenn das so steckt. Die Flucht nach vorne. Flucht nach vorne. Aber er sagt halt gar nichts, ne, das ist einfach ganz normal. Finde ich einen cool Move, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht der einzige Influencer, der auf Twitch gerade für Furore gesorgt hat. Nein, Shoryoka auch. Wir sind, glaube ich... Mallorca, genau. Wir sind, glaube ich, im Brennpunkt noch nie auf Mallorca eingegangen. Nee. Shoryoka noch nie gehört, oder? Nee. Die ist eigentlich seit Jahren auch so eine ganz kontroverse, die halt auch so, ich sag mal, militante linke Takes hier und da hat, mit denen sie halt sehr anstößt, ne, und sich sehr für Gleichberechtigung einsetzt. Und vielleicht hier, naja, also vielleicht hier und da ein bisschen... Also die war zum Beispiel auch ganz, ganz vorne mit dabei bei der Hogwarts Legacy-Debatte. So, da hat die Gronkh angeklagt, dass er dieses Spiel spielt und es ist ein Unmensch und so. Und ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Zudem hat sie halt meiner Meinung nach objektiv eine... Meiner Meinung nach objektiv eine unangenehme Art und Weise zu reden. Mhm. Also ich kann das trennen, aber ich verstehe, dass Leute das triggert. Ja? Mhm. Weil sie zum Beispiel auch beim Reden alle Endungen besonders betonen muss. So. Das ist ja auch eine Sache, was viele Schauspielende auch machen. Ich jetzt nicht, weil ich bin ja so... Ja, weil schlechte Schauspielende, weil so redet halt keiner in echt. Nee, darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht um die Realität, sondern gerade im Theater geht's ja auch darum, sehr, sehr klar zu sprechen und deswegen zu übertreiben. Deswegen ist Theater scheiße. Nee, ist geil. Doch, weil kein Mensch so redet, weil das einfach zu unnatürlich ist. Darum geht's doch überhaupt nicht. Willst du auch nicht auf die Bühne gehen und Oma Hertha beim Einkäufe sortieren sehen? Es ist halt wirklich dieses... Theater fühlt sich an wie ein kleines Kind, ja, versteckt sich... Und du tust so, wo ist sie denn nur? Ich kann sie gar nicht sehen. Das ist für mich Theater. Nein, nicht unbedingt. Das ist... Aber die Aussprache... Das geht auch ins Theater, um halt sowas zu sehen. Leute, die sehr, sehr klar sprechen, die eine Geschichte erzählen. Du. Wo es auch mal crazy sein kann. Ja, ich... Das ist so crazy. Wo ist denn die kleine Mathilda jetzt gerade? Ich kann sie nicht erblicken. Alter... Ich war letztens im Theater und ich hatte zum ersten Mal so eine Erfahrung, wie es dir gehen müsste, wenn du in jedes Stück gehst. Mhm. Das war so ein Avantgarde-Stück, weißt du? Stell dir mal vor. Weil haben die gefechtet? Nee, das nicht. Das haben aber jedes Geschirr drin gehabt und es war halt so ein. Stell dir vor, Yoko Ono würde ein Stück machen über die Stadt Weimar. Ja. So sah es ungefähr aus. Es war echt so: es kamen auf die Bühne so fünf Leute, die durch. Ja, sowas. Die durcheinander welche Texte random sprechen, die, du verstehst nichts. Dann kommt nach 3 Minuten so ein Mann auf die Bühne und macht so ein und alle sind stumm. Dann ist das mal echt 3 Minuten, geschlagene 3 Minuten war Stille. Und nach einer Minute fängt so eine Frau an zu... Da hätte ich gerufen, spielt auf Zeit, Jungs! Und nach einer Minute hat so eine Frau angefangen zu lachen im Publikum, weil es einfach so absurd fand, dieses Stück. Und das war es auch. Hm. Und es war auch so ein Timer irgendwie auf der Leinwand, so von 0 halt hochgezählt. Und ich dachte, nach 60 Minuten, ach, ist gleich zu Ende. Aber es ging bis zu 90 Minuten leider. Und ich fand es ganz, ganz furchtbar schlimm. Schön. Ich verstehe, dass ihr irritieren wollt mit dem Stück und so. Das ist ja auch Theater, aber es hat, für mich waren die 20 Euro ausgeschmissenes Geld. 20 Euro. Ich fand es nicht geil. Prätentiöse Scheiße. Also das war echt sowas. Also ich fand es echt nicht gut. Vielen hat es gefallen, es gab gute Kritiken, aber ich fand es ganz, ganz furchtbar. Ich war auch nur drin, weil halt ein Freund von mir damit gespielt hat und hat mich nicht vorgewarnt. Hm. Und witzig war es, ich habe doch vorher mit einer, das darf ich gar nicht erzählen, ich habe mit einer Person gesprochen, die so ein bisschen, die das schon gesehen hat, sag ich jetzt mal, und die meinte irgendwie, die war ein zweites Mal dort und meinte, und ich habe sie gefragt, weißt du, wie oft das noch gespielt wird? Ja, einmal noch, das reicht dann auch. Und ich wusste dann auch, warum. Witzig. Warum sie jetzt nochmal drin war, weiß ich nicht genau, aber ich fand es sehr spannend. Aber zurück zum Thema. Ja, du bist ganz schlechter Feminist, weißt du, hier geht es um eine Frau, der es nicht gut geht und du sprichst über Theater. Ist auch von einer Frau inszeniert, das Stück. Na und? Frau, Holokau. Was? Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Also ich kenne die jetzt nicht, aber... Aber das, also du kannst dich reinfühlen, Hogwarts Legacy-Debatte und so, in welche Richtung das so war geht. Schwierig. Die hat jetzt auch, was weiß ich, 1,5 Jahre mit Kuchen-TV irgendwie Beef und dann gibt es noch so einen komischen Tobias Huch, der... Huch? Ja, genau, der... und das hat mich auch richtig getriggert. Ich habe mir das wirklich beim Zocken nebenbei, weil ich habe ein bisschen Spielprogress verloren, musste das dann quasi nochmal machen und habe deswegen mir was angemacht zum Hören. Dann habe ich gerade mitgekriegt, da ist Shoryoka Beef. Ich kenne mich da eigentlich auch gar nicht so aus, aber ich höre mir das mal an, so... Und wie oft sie diesen fucking Namen Tobias Huch sagt, das macht mich auch so fertig. Ich möchte die gar nicht runterspielen, es kann ja sein, dass das alles valide ist. In erster Linie fängt sie an zu sagen, die hat jetzt quasi ein halbes Jahr Auszeit gehabt, war in Therapie und ist alles ganz schlimm gewesen für sie und so. Und
Sie spricht über ihre Beziehung zu Kalle, nicht Aha. unser geheimer Gast hier, ja. der letzte Woche, vorletzte, ich weiß es gar nicht, mhm. da war, sondern der aus diesem Spandau-Quartett da, also der beste Freund von Hand of Blood. Ich kenne auch gefühlt 10 Kalles. Ja. Okay. Das ist halt ein Name. So, und das muss wohl auch eine ganz schlimme Beziehung gewesen sein. Und hinterher hat er auch, wollte er auch, dass sie unterschreibt, dass sie da nicht drüber reden darf und so. Sie erzählt da einiges, er hat sich dazu noch nicht geäußert. Das heißt, es nicht unterschrieben. Wer weiß. Nein. Okay. Das ist ja absurd. Aber, ne, also sie ist jetzt auch nicht die vertrauenswürdigste Person, würde ich sagen, so von außen betrachtet. Aber das, was sie berichtet, das wirkt für mich jetzt nicht, als denkt sie sich das da alles aus. Mhm. So, ne? Auch jetzt angestoßen, ne? Das ist immer noch innerhalb von diesen 2,50 Euro. Ja, ist auch Ach so, dann, ja. ah, geil. Das geht immer weiter. Das geht immer weiter, diese 2,50 Euro, was die angestoßen gut, gut haben. Gut investiert auf jeden Fall. Genau, Unge hatte auch, das habe ich gar nicht mitgekriegt, er hatte seine Heulentschuldigung wieder gelöscht und dann doch wieder so anti geschossen. Also der Typ hat auch ernst Probleme, glaube ich. Oh, alles wieder revidiert. Ja, so ungefähr. Mhm. Auch Unge. Ja, und... Ungezogen. Also man muss halt zu sagen, Shoyoka ist auf der einen Seite halt auch von vielen Normies kritisiert, aber halt auch von dieser, ich sag mal, typischen rechten Troll-Bubble. So. Sehr klar, ja. Und ja, also wie gesagt, ich kann voll nachvollziehen, warum man die anstrengend findet. Ja. So, das ist halt wirklich... Ich will ihr das nicht absprechen, ne? Ich sag, die darf das gerne machen. So, das aber ist ich, nett ich, von dir. Hot Take. Ich verstehe, warum das Leute triggert. Ja, warum musst du alle Endungen so genau betonen? Hm? Vielleicht war sie. Und dann, das Ding ist, und das gönne ich ihr auch, aber jedes Mal, wenn sie quasi. Also, dieser Tobias Hoch macht irgendwie auch ganz viele Videos über sie, ja? Hm. Und dann holt sie quasi zum Gegenschlag aus und sagt: Da geht es auch irgendwie um Kinderpornografie. Jetzt sind wir demonetarisiert, weil ich das gesagt habe. Kinderfilme. Er sagt aber, ich habe mir das angeguckt, das ist nur Jugendpornografie, weil das irgendwie Nacktbilder von ihr als Jugendliche sind oder auch nicht, I don't know. Die irgendwie rumgereicht werden. Es ist ganz wild, es ist irgendwie so ein ganz, wie gesagt, ich bin ein Quereinsteiger. Ich habe diese letzten anderthalb Jahre Shoyoka Trouble mir nicht gegeben. So. Ich habe nur jetzt mal reingeschaut. So. Ich spiele übrigens gerade Baldur's Gate 3, deswegen nur als Erklärung, ob ich da beim Zocken. ja. Auf schwer spiele ich das übrigens. Ja. ist ein Spiel, aber diese ganzen 10 von 10 Bewertungen kann ich nicht ganz nachfühlen. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall dieser Tobias Hoch, jetzt sage ich diesen Namen auch ganz oft. Dieser Hoch, ja. Tobi. Der hat ganz viele Videos gegen sie gemacht. Und sie holt jetzt zum Gegenschlag aus und sagt, sie macht jetzt einen YouTube-Kanal und da kommen dann recherchierte Videos und nicht so on the fly im Stream und dann wird richtig zurückzerstört, jetzt zum Gegenangriff ausholen. Und jedes Mal, wenn sie halt irgendwas sagt, hat sie so dieses selbstgefällige, ich lehne mich kurz zurück und ich habe jetzt was gesagt. So. Und ja. Ich verstehe, warum man das alles scheiße findet, ja. Aber das soll nicht irgendwie die Legitimität von dem, was sie sagt, absprechen. Das kann ich gar nicht bewerten, ob das alles, ob das mit Kalle und so und diese, dass die ganze Spandau-Bubble sie dann ignoriert hat, weißt du, so ausgeschlossen. Die Spandau-Bande ist halt auch so, die wollen auch immer gut dastehen und sich für Feminismus und so einsetzen und das würde sich dann halt ein bisschen beißen. Also ich bin einfach gespannt, was da die nächsten Monate noch für Beef hervorkommt. Da machst du dich ja eher angreifbar, ne? Wenn du jemand bist, der halt sehr progressiv sich gibt und sich auch viel einsetzt, dann gucken auch Leute mehr hin. Das war bei Thunberg damals auch so, ne? Als sie noch beliebt war und bevor sie sich so als Antisemitin entlarvt hat, in vielen Augen zumindest, war es ja auch so, aha, auf dem Bild hat sie einen Joghurtbecher, der aus Plastik ist und so. Wenn aber Leon Mascher jetzt irgendwie in Plastik baden würde, würde es keinen interessieren. Also wenn du, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich halt ungeniert, ne? Deswegen musst du halt echt aufpassen, du hast eine höhere Fallhöhe, wenn du dich halt als sehr progressiv gibst und es wird eben genau hingeschaut bei dir. Das Gute ist ja, wenn wir uns jetzt in Zukunft gegenseitig mit Sperma bekleckern, dann baden wir ja alle in Plastik. Ist so, das stimmt. Der, wir haben ganz tief unten geholt. So. Auch von ganz tief unten hergeholt wurde jetzt Jun Kim. Kennst du Jun Kim? Warte, pass auf, ich weiß, wer das ist. Das ist die Schwester von Kim. Also, wir sprechen von Nordkorea. Nee. Nicht? Aber da habe ich was gelesen vor kurzem, dass der seine Schwester mal ins Rampenlicht gelassen hat.
Oder das so. Weiß ich nicht, aber ich rede von dem YouTuber. Ach Joon so, Kim. Ja, 1 Million Aufrufe. Der hat vor einer knappen Woche ein Video veröffentlicht. So habe ich mein Leben wieder zurückbekommen. Genau, der ist das, genau. Der hatte nämlich eine Schlaf... Apnoe. Apnoe. Und hat quasi unregelmäßige Atmung im Schlaf gehabt. Genau. Und ein Normalwert ist irgendwie bei 0. Also so Atemaussetzer. So. War es 0? Ich dachte, das war wie anders. Ja, ja. Achso, stimmt. 0 ist also 0 normal. Bis 10 oder so. Genau, dann ab 30 redet man von schwer und er hatte 70. Also pro hoch. Stunde, glaube ich, 70 Atemunregelmäßigkeiten. Also es fing jetzt mal damit an, dass er halt immer müde war. Also ja. Er war in Kooperation mit Julian Bam zum Beispiel öfter. Der kennt man ihn auch, also die meisten zumindest. Und am Set, wenn die gedreht haben, ist er öfter eingeschlafen. Dann gab es auch Fotos dann so, er hat sich drüber lustig gemacht, was auch lustig war anfangs. Ja. Aber er hat immer weniger Energie, war immer müde, hat immer irgendwie nicht so gut geschlafen, so wie ich auch. Ja, ich wollte gerade sagen, Tino, ist bei dir nicht auch irgendwie sowas? Ich soll auch Schlaflabor ist ein anderes Thema. Und er dachte irgendwie, es kann doch nicht wahr sein, hat sich irgendwie testen lassen auf alles Mögliche. Da war es auch irgendwie, vielleicht auch auf irgendwie was mit dem Herzen, wo sie dachten, ja, jetzt haben wir es gefunden, aber es war es dann irgendwie doch nicht. Und erst nach einer Zeit hat seine Freundin dann gesagt, mir ist aufgefallen, dass du atmest wie ein Hurensohn. Du atmest halt ziemlich schwierig. und du hast manchmal so Atemaussetzer, dass ich Angst habe, irgendwie du erstickst gerade. Ne? Ja. Da hat sie das mal gefilmt, wie er klingt, und das klang halt echt, also hat es auch gezeigt in dem Video. Obwohl es sehr privat war. Ja, der hat es so angekündigt wie, Leute, ich hoffe, das schockiert euch jetzt nicht. Und da war die Erwartung hoch und dementsprechend war ich dann ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ach na ja. Also es klingt natürlich nicht gesund, genau. Ja, aber es war jetzt nicht so tragisch. Na, der hat zufällig an einem Tag Julian Bam getroffen, wie er auf dem Weg zum HNO-Arzt war. Und er meinte irgendwie, ja, kommt einfach mit. Da ist er mitgegangen zum HNO-Arzt und der hat dann festgestellt, oder sie, weiß nicht mehr, was das für eine Ärztin war, dass da was ist. Und dann ist er irgendwie ins Schlaflabor gekommen und so. Und jetzt konnten sie halt feststellen, dass er eine Schlafapnoe hat. Und da habe ich aufgehört irgendwann. Ich weiß nicht, wie es weiterging. Für mich war das eigentlich mehr so interessant, weil ich das Video, warum auch immer, ganz früh gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Keine Ahnung. Wurde mir vorgeschlagen. Ich kannte den gar nicht. Hab gesehen, hey, 800.000 Abonnenten. Mhm. Und dieses Video war irgendwie 5 Stunden alt und hatte erst 5.000 oder 10.000 Aufrufe oder sowas. Da haben natürlich übelst viele geliked, weil also, oh, er ist back nach was weiß ich wie vielen Jahren und so. Aber dachte mir so, what the fuck, Alter. Also das ist ja eine harte Story, aber irgendwie interessiert es gefühlt keinen so. Mhm. Aber mittlerweile, wie gesagt, hat das Video 1 Million Aufrufe. Das hat er irgendwie ein bisschen gebraucht und jetzt hat es Traction. Mal gucken, was er mit seinem neu gewonnenen Leben macht. Neu gewonnenes Leben hat Hunter Biden nicht, denn der hat eine Strafe, wobei noch nicht ganz klar ist, was es genau ist. Der hat nämlich illegalen Waffenbesitz gehabt, wurde deswegen tatsächlich auch von der einen oder anderen republikanischen Stimme verteidigt, weil Waffenbesitz ist ja eine gute Sache. Da ist ein Foto viral gegangen, wie der Fuddy, also wir reden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Mr. Donald Trump. Joe Biden. Ach so. Der Falsche, ach so, ja. Den umarmt hat und dann öffentlich gesagt hat, ey, der ist mein Sohn, ich werde den immer lieben und was die Gerichte entscheiden, ist richtig, ja. Mhm. Und ich werde den auch nicht jetzt begnadigen, was natürlich ein Trump sofort macht. Was für ein Arsch, ey. Hätte Trump sofort gemacht. Genau, und Der ist ein Familienmensch. Ich finde das unterm Strich gut. Ich finde auch gut, dass der dran gekriegt wurde für Sachen, die halt illegal sind. Weil dieses fucking, die Reichen und Mächtigen, also der würde ja trotzdem sich vielleicht irgendwie freikaufen können oder was weiß ich, wenn das irgendwas ist mit Geldstrafe. Aber schon Gefängnis, dachte ich. Es steht im Raum, aber ob es wirklich passiert, ist noch nicht klar. So, also und was war es? Er hat irgendwie Waffen besessen, aber nur eine Zeit lang illegal. Also ja, es waren 11 Tage. 11 Tage nur, genau, ja. Irgendwie ja, sowas. Aber ich würde mal, bevor wir Schluss machen müssen, noch zur, oder weiß ich nicht, ob du noch was hast. Wir haben noch so 10 Minütchen. Okay, für mich zu einer wichtigen Sache kommen nämlich Flo Balke. Flo, der Producer. Man kennt ihn, der hat auch früher bei Giga gearbeitet. Das ist ein guter Kumpel von David. Und auch ich würde den auch mal als Kumpel bezeichnen. Das ist ein ganz lieber. Habe auch schon bei dem geschlafen. Aber leider nicht mit ihm, das ist eine richtige Mode-Ikone, Alter. Wenn man den sieht, Flo Balke, der ist immer angezogen, wie als geht er auf dem Laufsteg. Mhm. Aber halt nicht so overdressed, sag ich mal, sondern einfach anständig. Ja? Mhm. Der ist so richtig das Gegenteil von mir einfach. Ich immer mit meinem löchigen Ranz-Shirt. Ist ja auch hübsch. Es ist ein wunderhübscher Mensch. Sieht so aus, ja, wow. Flo, der Producer. Mein Typ. So, der Kollege war in Berlin
auf irgendeinem so relativ zentralen Platz, frag mich gerade nicht, ist nicht Alex, aber irgendwie sowas, also mitten in der Stadt, nicht irgendwie abgelegen, stand an der Ampel. Ich habe auch explizit dann nochmal nachgefragt, weil er zeigt das halt in seiner Instagram-Story so und ich frage so, hey, gibt es da gar keine Vorgeschichte? Nein, gibt es nicht. Er steht einfach da, kriegt irgendwas in den Arm gestochen, irgendwas, eine Nadel oder so und wird plötzlich zusammengeschlagen von 4 Leuten. Oh. Einer davon nimmt ein Fahrrad und wamst es ihm auf den Körper, als er am Boden liegt. Das ist richtig dreist. Es ist völlig, und bevor jetzt die Leute kommen, ja, es sind nicht die üblichen Verdächtigen, die jetzt irgendwie AfD jetzt hier vermuten würden. Nein, ganz im Gegenteil. Es waren Ausländer, so. Nee, ja, nein, also ich finde, die Leute sehen aus wie so die typischen Yuppies oder so, also so, die man vor der Uni erwarten würde mit der Mate in der Hand oder so. So sehen die für mich aus. Und die treten da auf ihn ein, werfen Fahrrad auf den, Alter. Richtig wild. Keine Ahnung, was da los Aber ist. warum, weiß man nicht. Nein, er hat dann halt gefragt, kennt zufällig jemand, die hier irgendwie eine Anzeige machen, bla. Aber es gibt keine Vorgeschichte. Aber es ist gefilmt worden, da Es gibt's, gibt ein ja. Video davon. Also nicht vom Anfang natürlich, weil nichts Nennenswertes passiert ist. Aber dann, als er am Boden liegt quasi und das Fahrrad auf ihn geschmissen wird. War das gefilmt, der selber? Nee, Oder? nein, nee, der liegt ja am Boden. Und ganz, ganz wild. Das hat der Mann nicht verdient. Ist ein ganz lieber, lasst den in Ruhe. Öffentlichkeitsfahndung, wer ist das? Geht bei ihm auf sein Instagram-Profil Nee, und also das ist guckt. jetzt nicht mehr in der Story drin. Ich Ach glaube noch so. nicht, dass er einen Post dazu jetzt nochmal separat gemacht hat. Aber Kann ja. man die sehen? Hier. Guck mal hier, also, ja, man sieht es nicht so. Hier liegt er am Boden. Das ist echt wild. Da, er hebt halt hier einfach das fucking Fahrrad hoch. Ich weiß nicht, ob es sein eigenes ist oder von irgendjemand random. Ja. Sehr mysteriös. Berlin. Ich hoffe, da kommt noch irgendwie was raus. Das ist Also, Berlin. warum? Ob sie ihn für irgendwen gehalten haben, für irgendeinen Stürzenberger oder so, weiß man Stimmt. nicht. Was auch nicht okay wäre, Gewalt Ja. ist keine Lösung. Außer als Gegengewalt. Gut, was Aber hast du da noch, ich oder? habe noch nur noch stehen, dass ein neuer Life is Strange Trailer rauskam. Das nimmst du damit rein, ja? Ja, warum Das ist nicht? deine Welt des Gamings. Schon? Ja, die Kleine ist jetzt Ha groß, habe ich 10 Jahre gespielt, älter, ja. ja? Ich war Und? alle verwirrt, dass ich die Charakter nicht mehr erkannt habe. Ja, weil die älter sind halt. Nee, aber nicht nur. Ich dachte irgendwie, die Freundin irgendwie, weiß ich nicht, ist schon eine Weile her. Aber irgendwie hatte ich die in anderer Erinnerung. Ich muss das mal vergleichen, wie die alten Charakter aussahen. Die sahen so völlig anders irgendwie aus. Ich habe ja extra mein Gaming-Zeug nicht noch mit reingenommen. Ja, wir haben da, glaube ich, letzte Woche noch Ich nicht mag drüber. War das nicht solche Sonntag? Wann war Spiele. das? Life is Strange 1 habe ich auch gespielt. Ist ein solides Ding. Ich Ist für auch. mich für so eine 3,5 von 5. Ja, immerhin, ist ja okay. Ja. Ja, also Microsoft war halt noch, aber ich glaube. Nee, da hatten wir drüber geredet, ja. Ich glaube, das war schon Samstag. Jedenfalls, das kam Ja, raus und das. spannender Trailer. Da geht es auch um Parallelwelten und so, also sehr spannend. Ja. Es wird wohl sehr tiefgründig werden, sehr komplex werden und ich werde es spielen, glaube ich. Ja. Life is Strange. Dann viel Spaß. Ich bin gerade noch nicht so gehuckt, aber mal gucken, was die Kritiken sagen. Wie gesagt, den ersten habe ich schon auch, ich würde sagen, genossen. Ich habe noch zwei Serientipps, also anderthalb vielleicht. Und zwar einer ist Viktor Brings. Auf Prime, glaube ich, läuft das. Glaube ich, bin mir gerade nicht sicher. Es ist mit Moritz Bleibtreu und es ist ein bisschen Tatortreiniger-mäßig. Da geht es ja auch so, in jeder Folge ist er in einer anderen Wohnung und kommt dann mit den Leuten ins Gespräch, die da wohnen und so, die da arbeiten. Und die greifen über irgendein Thema auf, wie halt Rechtsextremismus oder Behinderung oder Drogen, Homosexualität und so weiter. Und das funktioniert so ähnlich. Also Viktor und sein Sohn, die haben so eine Firma, oder zumindest der Vater hat eine Firma und der Sohn macht da kein Praktikum oder so eine Art und fährt ihn halt immer zu seinen Terminen und die müssen dann mal irgendwas einbauen, irgendwelche Fernseher oder Heizungen oder sowas und kommen dann ins Gespräch mit denen. Zum Beispiel irgendwie so ein älterer Witwer oder so, der halt alleine lebt und mit seinem Sohn lange nicht mehr gesprochen hat. Oder jetzt irgendwie in einer reichen Villa waren die jetzt gewesen und das alles so mit Smart Home ausgerichtet und alles irgendwie, alles was du sagst, wird von der KI irgendwie übernommen. Dann bestellen die aus Versehen 1000 Kisten Champagner und so. Also sehr unterhaltsam. Es geht aber auch um die Beziehung zwischen Vater und Sohn, dass sie lange nicht gesehen haben und so und früh, also bevor sie angefangen haben miteinander zu arbeiten und so und arbeiten ihre Beziehung auf. Sehr witzig, sehr lustig, aber auch sehr, sehr emotional. Also ist eine schöne Serie. Weißt du, Tino, The Boys kommt hier raus mit Mord und Totschlag Die und schaue ich ja auch. alle explodierenden Die schaue Blutfontänen. ich ja Und auch. du, ja, da ist ein Vater mit einem Sohn.
Ja, ich, weißt du, ich bin ein tiefer Charakter, ja. Ich hab Bedürfnisse und Bedarfe, ja. Und ich mag Serien, die mal stumpf sind. Ich mag Serien, die. Ey, The Boys ist nicht stumpf. Nein, Serien, die brutal sind, wie The Boys. Oh. Ich mag Serien, die tiefgründig sind, wie halt Victor Brings. Na gut. Ich bin da vielfältig. Und noch eine halbe Empfehlung, ich hab's noch nicht gesehen, nur gelesen. Das ist eine Serie, die heißt Kaleidoscope auf Netflix. Und die ist wohl so aufgebaut, die hat 8 Folgen. Und je nachdem, wann du anfängst, also du kannst die Serie in willkürlicher Reihenfolge gucken. Je nachdem, wie du anfängst und wie du welche Reihenfolge du guckst, wird die Story beeinflusst. Mhm. Und du hast eine andere Sicht auf die Geschichte. Ja, okay. Also andere Sicht ist ja was anderes, als die Story beeinflusst. Also hier steht auf Englisch. Also du guckst im Endeffekt trotzdem alle Teile, am Stück, genau. Aber du fängst woanders an. Genau, also Netflix has 8-part series that can be watched in any order and it will affect how you view the story. Und das finde ich cool, sowas mag ich ganz gerne. Noch geiler natürlich eine Serie, wo du... Ja, es klingt so ein bisschen nach einem Gimmick, was irgendwie... Also für mich ergibt es keinen Sinn, weil du ja trotzdem alle guckst und dir dann quasi zu jeder Seite eine Meinung bilden kannst. Ja, aber es ist auch schon manchmal so bei Serien, wenn du so Handlungsstränge hast, sympathisierst du meistens von den Leuten, die du zuerst gesehen hast. Ja, das verstehe ich schon, klar. Aber trotzdem... Also trotzdem kannst du ja am Ende den Twist geben, ah, okay, es war ja ganz anders, ja. Was für ein Ende? Also es ist ja völlig unterschiedlich. Das Ende kannst du selber entscheiden, was das ist. Ja, ich warte mal ab, was die Leute dazu sagen. Es klingt natürlich erstmal nach einem interessanten Hook. So. Du musst also auf andere Meinungen warten, wie du es findest, ja? Naja, bevor ich meine Zeit da 8 Stunden reinstecke, auf jeden Fall, ja. Oder erstmal eine Folge angucken. Na, dann muss ich ja aber, also das klingt ja wie, du musst alle 8 sehen, um dir da wirklich eine Meinung über das bilden zu können. Ich, so. Nee, also ich mochte auch Serien, die alle scheiße fanden oder Filme. Also ja, aber mit diesem Gimmick musst du es ja alles gesehen haben, vielleicht, um das irgendwie bewerten zu können. Aber wenn du aber merkst, bei Folge 1 ist nichts für mich, höre ich auf. Wenn ich merke, es spannend, gucke ich weiter. Hm. Ganz, ganz easy. Ja, noch geiler, wenn es das schon gibt, Serien, wo du selbst entscheiden kannst, wie es weitergeht. Gibt es ja auch, glaube ich, ne? Wo du gucken kannst, folgst du dem und so. Genau, das finde ich ganz spannend. Ja. Aber auch nervig, weil ich will alles sehen eigentlich. Aber keinen Bock, irgendwie ständig irgendwie jede Entscheidung nochmal nachzuverfolgen. Hat seine Nachteile auf jeden Fall. Was finden wir denn an der Woche spannend? Fußball! Das war halt eine EU-Woche, ne? Und aber so richtig viral ging jetzt, finde ich, nichts so richtig. Wir haben übrigens doch nicht über den Xbox Showcase geredet. Der war erst vor 5 Tagen. Metal Gear Solid wurde gezeigt in super geiler HD-Grafik, aber der Stil ist halt nicht mehr der vom Original, deswegen weiß ich nicht. Der Rest hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Ist jetzt Vogelperspektive quasi wie GTA früher? Nein, der Grafikstil. Es ist halt einfach, es sieht einfach jetzt. Es sieht halt aus wie, wir machen ein sehr realistisches Dschungelsetting, aber es hat keinen klaren Stil, wo du sagst, du siehst das von weitem und sagst, das ist dieses Spiel. Okay. Die Farbpalette ist halt eine ganz andere. Hm. Egal, der Rest für mich war uninteressant. Ich bin auch unter einer 5 auf jeden Fall, es ist vor einiges passiert. So aber mit, Fußball, mit der Wahl, ja. Wir müssen eigentlich eine 5 geben, weil wir 5 Tore bei der WM gegeben haben. Ah, von mir aus, für die Memes eine 5. Für mich sind die Wahlen immer auf jeden Fall eine 10 wert, so auch die Ergebnisse, egal wie sie ausgehen. Aber ich glaube, das war abzusehen und keine Riesenüberraschung. Ich bin auch bei einer 5, komm. Ja. Die Linke, Alter, 2,7% bei der EU-Wahl. So wenig. Krass, Alter. Nun. Ich hab's auch nicht gedacht. Vielleicht muss man mal Dinge überdenken. Ne? Vielleicht muss man mal die Leute ein bisschen besser abholen. Oder, also nicht oder nur, besser abschieben. Oder, ja. Nicht nur explizit jetzt diese Partei, sondern andere, die auch Verluste gemacht haben. Alle, die Verluste gemacht haben. Wie dem auch sei, machen wir doch so. Hast du einen Song für die Playlist, Robin? Ja, wenn du deinen erzählt hast, sage ich dir meinen. Das kann ich machen. Und show me yours, show you mine. Und zwar, ich habe jetzt eine Band entdeckt, zufällig. Also die kannte ich schon vom Hörensagen her, aber habe die halt nie so richtig gehört. Und ich bin gerade so ein bisschen in Zockerlaune. Habe jetzt die letzten Tage viel gezockt zu Hause, so WWE. Und wollte aber nicht den Soundtrack hören, weil der ist auch dann irgendwann gelaufen. Und hab so eine Antifa-Playlist, würde ich sagen, gehört. Okay. Überraschung. Und da war die Band Kochkraft durch KMA. Okay. Heißt die Band. Und die hatten einen Song in der Playlist, der hieß Was reimt sich auf Deutschlandfahne? Und der ist sehr witzig, den würde ich gerne in die Playlist packen. Von Kochkraft durch KMA aus dem Album Alle Kinder sind tot ist da jetzt drin. Freut mich sehr für dich. Ich scheitere irgendwie gerade dabei, meinen zu finden. Deswegen brauche ich noch mal ganz kurz.
weil ich Disco Elysium durchgespielt habe Anfang der Woche. Und da gibt es auf jeden Fall einen Song, den muss ich da jetzt hier reinballern. Und zwar ist es der Song, der auf einem Rave läuft, und zwar die ganze Zeit. Und der heißt, da ist er, Ecstatic Vibrations Totally Transcendent von Sea Power. Ich hoffe, du findest das. Und das Sea, suchst du mal zuerst nach dem... Sea Power. Das ist ein absolutes Brett. Der läuft da quasi, ja, da ist er. Hört es euch an, Alter, der Drop kann einem Herzinfarkt machen, weil erstens kommt er in einem Spiel eher weniger und in dem eigentlichen Lied kommt er dann und der ist einfach ultra laut und ultra, also es ist nicht dieses, dass es sich da irgendwie so aufbaut, sondern du hast die ganze Zeit dieses Gleichbleibende und aus dem Nichts kommt so übelst laut plötzlich dieser Drop, aber es ist so richtig... Da kann man richtig viben. Disco Elysium war für mich auch nur eine 3,5 von 5. Tut mir leid, Leute. Ich verstehe, warum Leute sagen, das ist so ein mega geiles Spiel, weil das ist quasi Pen and Paper als Videospiel. Du liest extrem viel, beziehungsweise es wird dir vorgelesen, so hörbuchmäßig. Und du kannst wirklich deine Figur spielen, wie du möchtest. Mhm. Ich glaube, meine Erfahrung hat ein bisschen darunter gelitten, dass ich das möglichst realistisch gespielt. Dass du schreiben kannst. Oder? Ja, ich habe es möglichst realistisch gespielt, so wie ich auch antworten würde. Und dadurch habe ich nicht so viele absurde Antworten gegeben. Mhm. Und ich glaube, das Spiel profitiert sehr davon, wenn du so richtig, du kannst halt ein Faschist sein, du kannst ein Rassist sein, du kannst aber auch Kommunist sein, du kannst im echten Leben. Du kannst ein Hustler sein, der die ganze Zeit nur auf Geld aus ist und so. Aber im Grunde löst du halt einen Mordfall auf. Du bist ein Detektiv und erinnerst dich an nichts, als du aufwachst aus dem Suff. Und das ist halt die Grundprämisse, die dir erlaubt, diesen Charakter zu formen. Spannend. Das ist auf jeden Fall sehr geil, aber man muss halt echt Bock haben auf sehr viel Standbild mit Text vorlesen. Hm. So. Aber hatte trotzdem auf jeden Fall geile Momente. Einer davon war auf jeden Fall der Rave in der Kirche, der Tanz zu diesem geilen Lied, was ihr jetzt hören könnt. Bei der Brennholz-Untermusik-Playlist auf Spotify, die hat schon 42 Saves. Also 42 Fans, das ist schön. Die hören das immer auf irgendwelchen richtig harten Drogenpartys. Ich hoffe, weil dieser Mix aus komplett desaströser und geiler Musik, das ist einfach großartig. Ja, Queen ist drin, ne? Sissy-Soundtrack von der Serie, also ist alles drin, Wolle Petri. Ich bin begeistert. Alles, was gut ist. Und was haben wir eigentlich als Brennpunkt für eine Bewertung bei Spotify? Ups. 10 von 5. Also 5 von 5, glaube ich, tatsächlich. Ne? Also wir sind relativ gut. Ja, bewertet uns, empfehlt euch uns, was? Empfehlt uns euren Freunden oder zwingt eure Oma beim Einschlafen, beim Entschlafen unseren Podcast zu hören. Wir haben 94 Bewertungen geil. Und 5 Sterne. Alter. Komplett anders. Wir haben mehr Zuhörer als 94. Also vielleicht lasst dann nochmal ein Sternchen da. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr bis hierhin her gehört habt. Dann denkt ihr vielleicht, ja, das ist mir die Mühe wert. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber bestimmt irgendwie toll. Was toll aussieht, denn 100 mal 5 Sterne ist schon geil. Das stimmt. Schaffen wir die 100, Leute? Schaffen wir die 100? Der Hot Button wird gleich zuschlagen. Ich rasiere mir die Haare ab. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Euch. Wir haben voll überzogen, aber ist auch schön. Du hast gesagt, wir haben noch Zeit. Ja, 10 Minuten, aber der Hot Button...